Herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge Guter Marsch. Ja, wir fahren jetzt weiter zum Hof und stellen den Flug wieder ab. Und dann bereiten wir uns hier auf die Aussaat vor. Für Feld Nr. Und wenn laut, dann wird es okay. Feld Nr. 44. Wird noch gemäht auf Feld Nummer 23. Stroh gepresst wird noch auf Feld 54. Wo ich ab und zu mal hinfahren werde, um Stroh zu holen. Aber das allzu nicht, das ist jetzt mal nebensächlich. Und dann fahren wir den Traktor zurück. Blocke, Gerste. Ach, bestimmt hier Auto Drive. Ach, ja, jetzt weiß ich Bescheid. Die warten noch ab auf manuelles Abkippen. Die habe ich zum Hof geschickt. Können wir gleich machen. Wie so ein Grasmäher ist fertig. Kann es trocknen. Ne, ich wollte unbedingt Feld Nr. 24 oder 25 die Unebenheiten ausgleichen und dann gleich die Felder erstellt mit. Beim Aussaat wieder gleich dort entsprechend arbeiten kann. So, wenn wir die Fahrer entsprechend leer machen. Und dann gucken wir gleich nach, ob wir wirklich so viel geändert haben. Der Zeit und noch was. Kippen seitlich ab. Das ist auch praktisch. Müsste aber hinten auch gehen. Ist aber nebensächlich. So, den stellen wir bereit. Die brauchen wir nämlich bei der nächsten Ernte wieder. Fast voll. Ja, ich wünsche mal allen einen schönen Sonntag. Hab's ja schon gestern getan, aber ich mach's heute nochmal. Lieber einmal mehr als zu wenig. Dann denken, ne? Ja. Wir haben eine arbeitsreiche Woche geschafft, ne? In der Pfingsten war ja eine kurze, ne? So, dann kommen wir gleich nach. 1000. Die wir drinnen haben. Gerste haben wir jetzt. So, mehr. Vielleicht war ein bisschen mehr auf dem Feld. Oder, okay, Bäcker für 394. Das ist aber typisch Season-Zeit, ne? Aber wir kippen das aber, wie gesagt, nachher unsere Brauerei. Da kommt er rein. Aber erstmal sehen, wenn wir dafür Zeit finden, wenn wir die Ernte schaffen. Sobald wir Hopfen haben, können wir auch das andere hinkriegen. Ne? Das haben wir erledigt. Das muss ja kalt werden eigentlich. Das ist denn hier. Wo ist er da? Lassen. Hof. Wir werden uns kümmern um
Bisschen Kalk. Das ist Shop. Gras, Gras, also schönes Heute her. Na, der kann gut die Seemaschine fahren. Dann nach Richtung Feld 44 bringen lassen. Stellen wir hier dazu. Dann werden wir Richtung mit einer Seemaschine schnappen. Könnte theoretisch mal anfangen mit. Können wir auch hinterher kalken. Wenn wir eh in der Ecke mal kalken. Das kann passieren, dass wir eher so rüber kalken müssen. Lassen wir mal Gras aussehen heute. Meist nicht. Das. Warum sagt gut? Dünger haben wir schon noch selber. Das ist Zeit gut. Schaut drauf. Düngerhunde und eigene Fabrik. Seemaschine 3%, das geht. Das ist gutes Gras. Deutlich eingefärbt. Ja. Bläschen Wasser. Na ja, gut. Muss Monsanto sein. So, geht's gleich rüber zum eigenen Düngerproduktion. Dann werden wir auch noch Saatgut und auch noch selber herstellen. Das haben wir auch noch hingebaut hier irgendwo hin. Kostet mir nichts. Könnte man hier Saatgut hinbauen, die Ecke. Muss man gucken. Ich glaube, Korn muss man dafür haben und Dünger, glaube ich. Ach, da ist er schon, der Rumtreiber hier. Können wir die beiden gleich Aussaat vorbereiten, machen. Gras kann man aussehen. Raps wird noch nicht gehen, glaube ich. Wäre auch zu trocken. Dann fangen wir mit Kursplay an und machen den Helfer weiter in der nächsten Folge. Da ist noch Gas, geht noch. So. Kursgenerierung 25, 2, Reich, 15 Meter. Geht eigentlich relativ zügig normalerweise. Oder hängt sich da auf, glaube ich. Hat da noch Glück gehabt. Oder sind die Holger mit aber nicht ganz in der Mitte. Der ist nicht ganz in der Mitte. Traktor verbannt.
Also ich habe gebremst. Sollen wir nochmal anfangen? Dann wird hier 1,30 Meter nichts wachsen. Also Unkraut höchst volle. Bei Gras wäre Unkraut zwar okay, aber dann wächst da garantiert nichts. Jetzt hier auch wieder versetzt. Normal von vorne üben wir ganz gerne. Aber ich sag mal lieber mitbekommen und dann nachher. Oh, shit, ne? So, einstellen. War nun aber, genau. Da lohnt sich eben mindestens ungefähr in der Mitte befinden. Ups. So, die Aussaat läuft. Gras. Wir gucken mal sehen wir nach, ob das auch stimmt. Also Gras geht auf jeden Fall. Das geht. Raps wäre auch schon möglich. Okay. Das ist aber nur. Der Zeit. Ich kann mir erinnern, zu Hause Raps wurde immer im Herbst ausgesät. Auf zur nächsten Maschine. Raps. Raps. Feld 44. Dann können wir Raps auf die 54 aussehen. Das hat Tabak nicht. Ich muss mir gleich einstellen, nachher vergesse ich das. Dann fahren wir Richtung 44. Aber erstmal voll machen. Dünger auch noch. So, Gras kann gewaschen werden. Mist und Gülle noch da, ne? Ja, Gäres ist auch da. Oh, eine Leitplanke wird hier hingestellt. So. Feld 44. Dann brauchen wir noch einen Traktor. Den können wir nehmen und umrüsten. So. Den wollen wir nur umrüsten. Und so ist er ungünstig. Mit Pflegebereifung ist wirklich keine gute Empfehlung, eine Aussaat durchzuführen. Weil die Reifen müssen ja dann irgendwie die Kraft übertragen auf den Boden und Pflegebereifung wäre ein bisschen dürftig. Werden wir mal reparieren, dann konfigurieren.
So, Standard, Radgewichte, Breitreifen. Ja. Ummontieren normalerweise so. Und das reparieren wir auch noch. Und die checken Richtung 54. Aber dann müssen wir noch Überladewagen kaufen hier, ne? Von Raps könnte vielleicht sein, dass er reicht. Machen wir noch fertig. Hinfahren, meine ich. Oh, so gab es für einen Raps, das passt in. Auf, Deckel auf. Und dann gleich mal beides einfüllen. Saatgut. Dann können wir nebenbei schon mal einstellen. Fährt nur 54. Und ganz wichtig, dass die Felder da, wo jetzt Getreide war, jetzt eine andere Frucht drauf kommt. Also eine Ölfrucht. Und zwar Raps. Sonst haben wir Ertragseinbußen, zum Beispiel so wie hier auf Feld Nummer 19, glaube ich, auch zu spät ausgesät. Und auch viel wichtiger ist, oder viel schlimmer, ist vorher auch Getreide drauf war. Ich habe es eigentlich Raps vorgehabt, habe es irgendwie, aber doch wieder vergessen einzustellen. Und dann war passiert. So, Richtung Straße und dann Richtung Hof. Feld 54. So machen wir heute richtig. Deswegen mein Raps auch noch nicht so weit. Also es könnte sein, dass es vielleicht gar nichts wird, aber hoffen wir nicht, ne? So, die Schauer. Das war auch heute der letzte Akt. Also, tschüss und ciao, ciao. Und schon alle einen schönen Restsonntag. Und nochmal schönen Dank fürs Reinschauen. Tschüss.